Ja, hallo liebe YouTube-Freunde. Also, wir sind jetzt gerade beim Wiesenschleppen 2021 mit dem IHC 844S Allrad und mit einer 3,50 Meter Wiesenschleppe oder Ecke, Feldecke von Penske. Ja, das geht eigentlich ganz schön. Und ich habe gedacht, da nehme ich euch jetzt einfach mal mit und ja, dann fahren wir jetzt einfach mal mit dem. Liebe YouTube-Freunde, der Schrottplatz von Ochsenbach. Das seht ihr jetzt mal, das ist da drüben. Das ist alles die Gemarkung Ochsenbach. Das hier ist alles die Gemarkung Gauangeloch. Da drüben ist die Gemarkung Schatthausen. Ja, ich habe jetzt gedacht, ich nehme euch da jetzt einfach mal kurz mit zum Wiesenschleppen, dass ihr das mal seht. Wiesenschleppen für viele, die noch nicht dabei waren. Das macht man einfach grundsätzlich, um die Grasnarbe einmal zu lüften. Und einfach um die Maulwurfhügel, die da sind, die über den Winter erzeugt wurden von den Maulwürfen, einfach um die gerade zu ziehen, einfach um die Verschmutzung im Futter so gering wie möglich zu halten, weil wir wollen ja qualitatives Heu und ja, von daher tut man die Wiesenecken. Ja, liebe YouTube-Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben da lassen freuen. Wenn es euch gar nicht gefallen hat, dann lasst mir auch einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren. Ich weiß, es sind nicht mehr so tolle Videos, die letzten paar, die ich gepostet habe, aber sie kommen wirklich von Leidenschaft und es macht mir auch Spaß für euch da ein bisschen was zu zeigen, was ich bei meiner Arbeit mache. Ja, liebe YouTube-Freunde, in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen und ich denke, im Laufe des Jahres kommen weitere Videos von mir. Und in diesem Sinn, danke fürs Zuschauen, euch einen schönen Sonntag, bleibt alle in Corona-Zeiten gesund und danke fürs Zuschauen.